Ja, ich bin Moritz. Ich spiele seit 10 Jahren Leistungshandball und habe mir vor anderthalb Jahren das erste Mal das Kreuzband gerissen und dann nach 7 Monaten das zweite Mal und habe jetzt mit Gisa Monitz zusammengearbeitet, ein einziges Mal, und stand vor dem Thema Neuromental-Coaching eigentlich immer etwas, kann man sagen, defensiv gegenüber und habe mir gedacht, weil ich die Möglichkeit bekommen habe, mit ihr zusammenzuarbeiten, dass ich das auf jeden Fall dann einmal ausprobieren möchte und mal gucken möchte, wie danach meine Meinung zu dem Thema ist. Und von meiner Seite kann ich auf jeden Fall sagen, dass es mir im Bewussten auf jeden Fall unmittelbar nach dem Termin, dass sich da nichts geändert hat, aber jetzt, wo ich dann wieder anfange, Sport zu machen, ich auf jeden Fall für mich sagen würde, dass ich auf jeden Fall glaube, dass es mir geholfen hat und ich auf jeden Fall in dem Moment von der Technik sehr fasziniert war, weil mir wirklich aufgezeigt wurde, wie man mit diesem Coaching innerhalb von Minuten Sachen innerhalb des Körpers verändern kann, die man aber selber nicht bewusst wahrnimmt. Und das war für mich das Faszinierende daran.